Morgen. Schon wieder aus Changdao. Jetzt sind wir wieder an der Busstation, wo wir angekommen sind. Vor 2 Tagen. Und versuchen jetzt den Bus nach Tatton zu nehmen. Verpflegung ist dabei. Und dann geht's gleich los. Schauen wir mal. Beschwert ihr euch nochmal über Beinfreiheit im Flieger. Das ist jetzt 3 Stunden? Letzte Scheibe. Ich melde mich schon mal für einen OP-Termin an. Kniescheiben und Bandscheibenoperation. So, wir sind in Tatton angekommen und mal wieder suchen wir uns eine Bleibe. Ja, wir haben schon was gebucht, klar. Diesmal sind wir etwas schlauer gewesen. Und wir müssen noch hinkommen. Ist ein bisschen weiter jetzt, aber kriegen wir hin. Hier ist ein bisschen weniger los als woanders. Ein bisschen alles ausgestorben. Aber ja, so sieht das hier aus. Bisschen verschlafenes Nest wieder. Also was macht man in Tatton? Das ist die Frage. Wir sind jetzt hier am nördlichsten Zipfel von Thailand. Gut, es geht noch nördlicher, aber wir sind an der Grenze zu Myanmar, habe ich schon erzählt. Und das Einzige, warum Leute hierher kommen. Also, seht ihr morgens. Ja, neuer Ort, neue Holzhütte. Heute eine etwas größere. Also wir haben uns schon mal reingeguckt. Ein Upgrade bekommen. Ich meine, egal. Gucken wir mal rein. Hier kannst du dich hinsetzen auf eine ganz bequeme Bambusholzbank. Hier hast du das Bett. Diesmal mit Himmelbettfunktion hier. Wow. Und falls ihr uns besuchen kommen wollt, hier ist noch Platz. Also ich schlafe draußen, das könnt ihr schon mal wissen. Und ja, da gibt es noch ein Bad. Das ist hier. Nicht schlecht, Herr Specht, oder? Guck mal, hier sogar eine Umkleidekabine und hier eine Duschkabine. Wow, und hier dies, das und ich. Hallo. Ja, naja, schön. Zurück, zum Glück. Und jetzt geht's gleich in die Stadt. Wir müssen mal wieder was essen. Gehen wir mal raus. Der Pool oder beide Pools sind leer. Die Hütten sind voll und zwar mit Müll. Das heißt, wir haben eigentlich nur ein Upgrade bekommen, weil das wahrscheinlich die einzige Hütte ist, die überhaupt noch vorzeigbar ist. Nun ja, für 19 Euro die Nacht werden jetzt einige sagen, bescheuert, so viel. Die einzigen Gäste. Das Ding ist, dieser Ort ist... wie gesagt, nur für eine Sache hier. Und was das ist, sehen wir später. Ja, wir haben gerade Süßkartoffelpommes und Bananenpommes gekauft. Frittiert. Frittierte Bananen. 10 Baht. 10 Baht. Das ist 20 Cent? Keine Ahnung. Nicht mehr. Nicht mal. Was? Mega lecker. Mmh. Wahnsinn. Ja. Jetzt geht's hier Richtung Tempel wieder. Und egal, wie arm die Leute in einem Dorf sind, die Tempel sind immer die pompösesten Bauwerke natürlich. Man hat immer das Gefühl, je ärmer die Region, desto pompöser die Tempel. Das ist echt bitter zu sehen, sowas. Aber wir gehen nachher zu einem Tempel, der kostet wohl 1 Million Euro. Ja, noch mehr. Oder noch mehr. Das ist der schönste Tempel Thailands, oder? Mhm. Kennt aber keine Sau, weil keiner hier hochkommt. Gucken wir uns gleich mal an. Sind wir schon fast oben.
Und so sehen die Gerüste hier aus. Bambusstangen, die dann zusammengebunden werden mit allem, was gerade da ist. Seile, Bindfäden, alte Haare, Popel, Reste vom Uhu-Kleber. Da den Fluss hoch, 1 Kilometer weiter, da ist Myanmar. Eine Etage höher. Da sehen wir wieder. Wieder ein Buddha. Der goldene Buddha, egal. Aber die Aussicht ist geil. Ewig weit kannst du gucken, ja. Wahnsinn. Völlig fertig. Ja, Daniel hat wieder so eine tolle Idee, wie Geld sparen kann. Geld sparen, naja, weiß ich nicht. Der Weg ist schöner. Und wir sind ja auch schon fast da. Aber es sieht auf der Karte schon ein bisschen näher aus, als es in Wahrheit ist. Aber jetzt. Und dann geht Berg hoch und guckt euch das an. Wat Thaton. Der angeblich schönste Tempel Thailands. Und teuerste zugleich. Das wissen wir noch nicht ganz. Aber schön ist, weiß ich nicht, bunt ist er auf jeden Fall, teuer war er bestimmt, wie alle. Und jetzt gehen wir uns mal angucken. Und noch eine Kurve. Geschafft. Oh, das ist schön. Oh. Und hier drin ist wieder ein Museum. Wow, jetzt sind wir hier im Himmel angekommen. Ganz oben in dem Tempel, den ihr eben gesehen habt, in der Spitze. Sieht es so aus. I'd like to love you night and day.
Love you.